Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir haben gerade einen Auftrag angenommen, beziehungsweise in der gestrigen Folge, und wir müssen nach nichts liebenswert, Lichas Mainz, ich glaube hier nach Lichas Mainz. Würde 13 Tage dauern, wenn wir dahin reiten. Und da verdienen wir uns mal fast 4.500 Gold dafür, dass wir dahin gehen. Müssen hier irgendwas abmurksen. Oder irgendwen befreien. Ich habe es total vergessen. Weil. Wie die Minen sehen alle. Beziehungsweise die Dungeons sehen alle gleich aus. Hier haben wir schon wahrscheinlich den Rand. Alle gleich aus. Ja, da freue ich mich aber auch schon, wenn ich dann mit Arena durch bin. Klar, ich will die Story hier auf jeden Fall mitnehmen. Da haben wir schon mal einen Schatz. Und ich freue mich dann so wegen Abwechslung hier. Och, nee. Ich freue mich wegen der Abwechslung auf jeden Fall schon auf die neueren Teile. Vor allem nach Daggerfall werden wir... The Spider is one of the traditional emissaries of the Dark Brotherhood. You know the orders are to kill you swiftly. This? Was war das? Hä? Also, wollen die mich jetzt alle attackieren, nur weil ich den hier jetzt umgebracht habe? Die Spinne? Das ist jetzt deren Ernst? War doch nur eine Spinne. Obwohl, wenn man Skyrim gespielt hat, dann weiß man, dass die auch mal die eine oder andere Spinne als Haustier hatten. Hier ist irgendwo. Ach, hier ist. Nochmal. Noch ein Steel Longsword, natürlich. Kann man alles verkaufen. Da geht hier auch nicht mehr. Wir gehen mal hier rein. Komm mal auf eine Map. Diese Map schon einmal. Nein. Hat dieselbe. You sense the Wraith is nearby. Oder nearby. Einmal ganz kurz Safe Game machen. Okay. Wir gehen da noch nicht rein. Wir bleiben erstmal oben. Gut, dass wir jetzt da einen Weg runtergefunden haben. Oh, hier geht's auch nochmal runter. Ja, ich glaube, wir müssen da. Ich habe so ein Gefühl. Hier kommen wir nicht weit. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie. Also über dieses Loch. Na komm, wir gehen jetzt schon mal. Wir gehen jetzt dahin. So. Und dann hier. Nein. Komm. Hat sich voll gelohnt. Super. Ich hier nicht mehr hoch oder was? Ah, doch. Innen hierbei. Noch weiter Süden. Hier hinten. Hast runtergefahren. Hin da durch. Ah, hier haben wir wieder was. Großen Raum voll Licht, aber mit Licht. Und Tanto. Hier bringt es mir nicht viel rein. Auch nicht.
Oh, ich hasse diese Geister. Warum müssen das immer diese Geister sein? Finde ich schon mittlerweile schlimmer als die, By the fire of rescue from King Silrim, Harry, I must be home in Haven by Freya's 25th of Sun's Dawn. Ja, wir haben ihn. Dann nochmal Safe Game, aber auf die 3. Packen wir hier den Safe Game hin. Wer war das? Doch. Immer diese Drachen. Ja, das nehmen wir mal alles mit. Liga, wir haben morgen. Ich dachte schon, was lag da. Weil wir haben hier noch nicht alles erkundet. Wer weiß, was für Schätze uns gehen, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Beziehungsweise, Hause haben wir hier nicht, ne? Hier zum Beispiel ein Schatz. Oh, die gehen aber schnell drauf. Das braucht man nicht. Jetzt zumindest 10 Gold. Und dann hier. Ja man, 2 Gold. So weiter. Hat mich aber weit gebracht. War gelohnt der Weg. Hier, den Bereich haben wir schon. Was haben wir da übersehen, vergessen? Gab's nichts. Halt den Schatz hier. Elbenhelm. Gut verkaufen. Aha. Komm's nicht ran. Aua. Für die Gold, neues. Ah, Kite-Sheet kann ich nicht mehr mitnehmen. Nice, den haben wir so erwischt. 34 Gold. Den ich mitnehmen. So, dann. Heißt es wieder zum lieben Typen hier rüber. Na komm, wenn es hochgeht. Nichts. Und dann hier. Wir bleiben noch ein bisschen weiter hier im Süden. Gibt's nichts. Ich hoffe immer, dass wir irgendwie Gold finden. Ich habe jetzt aber auch erwartet, das wären ein bisschen stärkere Gegner. Ja, natürlich der. Der hat ordentlich draufgehauen. Wir hatten einen Buckler. Buckler brauchen wir nicht. Hier wird. Ach, hier haben wir Gold. 74 Gold, natürlich. Die nehmen wir mit. Hier gibt es sonst nichts mehr. Hier mal weiter. Auch nichts. Ja, ist nur noch hier ein bisschen rechts rumlaufen und dann haben wir eigentlich schon vollständig erkundet. Ausgang? Ja, bin in die falsche Richtung, natürlich. Ja, hier rechts, links und dann da links. Dann müssen wir mal schauen. Wo müssen wir nochmal zurück? Waren wir in Haven oder in Rentier? Genau, Haven. Haven müssen wir zurück. Haven. Und. Wir haben jetzt eben ganz schnell nochmal 4000 Gold bekommen. So, was steht, wie spät ist das? 13 Tage hat gebraucht. Ist 5:06 Uhr in Afternoon. Okay.
reicht jetzt nach Nord Nordwesten. Beides geht nach Nordwesten. Oh, wir können die Waffe auch einstecken, sehe ich gerade. Dann bringen wir den jungen Spross mal wieder zurück. So, ich trinke mal eben noch einen Schluck von meinem Energy hier. Großhalle oder die Haupthalle. So. Vorgang Pineski, my beloved eldest son. Free at last from the dark road. Good Max, you have made my heart glad indeed. Here are 4896 Gold. Hast sogar 5000 gehabt. Pieces. As I promised. May Marduk the good smile upon you and grant you happiness. Hat er noch was vielleicht? I welcome you to my city state. Your arrival is fortuitous. But ich kann es echt nicht aussprechen. For I have a favor to ask. If you would rescue someone for me, I would be happy to reward you in gold. Would you be interested in hearing more? Natürlich, wir wollen Gold. Hier ist ein Goldgang. 5440 Euro. Targon Fandel, my hair apparent missing for days. Ja, wir kennen die ganze schon. Can you be located in the internal pit of Karagans Labyrinth? To the northeast, I think he is the prisoner of Lord Palivan there. I need you to use your every talent to complete the rescue by Tiras 22nd of Rainsand. Ja, okay, machen wir. Excellent. I've inscribed the location of the place on your map. Ja. Okay, irgend so ein Labyrinth muss das sein. Dann schauen wir mal, wo es ist, ob wie viel haben wir eigentlich auf Tasche? Wir sind jetzt wieder bei 16.000, fast 17.000. Schauen wir mal, wo das ist. Muss auch hier in Wallenwood sein. Hier, Karagans Labyrinth. Ich glaube, das ist es. Gehen wir mal dahin. Und alles zu Klump, was wir da finden. Vampire Nye bieten. Sagen, hier machen wir auch nochmal. Drei. Schauen wir uns dann mal um. Aber Vampir gefällt mir schon mal nicht. Ah, okay, Magier ist. Ich hab was vergessen. Ich hätte die Dinger hier verkaufen sollen. Die ganzen Dinger. Die auch noch Geld gegeben. Oh, der war sogar verzaubert. Verdammt. Machen wir jetzt. Ja, jetzt, egal, wir ziehen das hier jetzt mal durch. Suchen den einen Typen da raus. Tauschen das, was nicht magisch ist oder wertlos erscheint, aus gegen das wertvollere, eventuell wertvollere. Haben wir doch schon mal. Sind alle gleich, habe ich so ein Gefühl. Alle Dungeons sind hier gleich. Nur mit dem Unterschied, dass hier vielleicht andere Gegner sind oder andere Quellen. Alle Dungeons sind gefühlt gleich. Wie weit? Yo. Nur im Kreis, ey. Wir gehen erstmal hier nach Norden. Erstmal den Bereich hier erkundet haben. Bevor wir dann in den westlichen Bereich gehen.
Ja, hier waren wir schon mal. Nur nicht den Dungeon mit diesem Namen. Der kommt mir sehr bekannt vor. Noch nicht. Noch nicht da. Wir gehen jetzt hier einfach mal. Gleich sind die wahrscheinlich auch. Das Gefühl, dahinter ist vielleicht irgendein Raum, den man nur hier durch erreicht. Ja. Doch, den hatten wir schon mal. Den hier. Zack, diesen Dungeon. Schauen wir mal. Natürlich Gold. Crystal Battle Axe. Können wir nicht mitnehmen. Dann machen wir das mal. Entschuldigung, muss noch mal kurz husten. Dass wir vielleicht die Lederdinger droppen. Ja. Und den hier auch noch. Dann schauen wir mal, ob wir den dann mitnehmen. 6. Gehen da mal geradeaus. Ich habe so ein Gefühl, hier finden wir noch was. Ja. Ach, und Daikatana. Wenn wir nicht mitnehmen. Was wir ablegen können. Wir vieles ab. Gehen hier zum Beispiel Leather Pauldron, Leather Gauntlets, Ding. Den Buckler, der gar können. Haargeschichte lassen wir auf. Den jetzt mitnehmen können. Wie ist sonst? Hier nach Norden zu gehen, wird sich auch nicht. Ja, genau, dann hier rum. Mal was wie ich. Eigentlich nichts. Hier. Wieder raus. Wieder dahin. Und dann dem Loch hier noch ein bisschen weiter folgen. Genau da rein. Auch nichts. Hallo, ich will da hoch. Fehlt uns noch hier am Map der Bereich. Dann müssten wir auf die andere Seite. War das nicht die Map, wo wir gegen so eine Medusa kämpfen mussten? Ein Bossfight gegen eine Medusa? Die erledigen mussten? Und erst, wenn wir die gefunden hatten konnten und erledigt haben, hätten wir zurück können müssen? Ich glaube, das ist das hier. Nochmal Gold. Schon, dass es genau die ist. Nur, dass wir hier vielleicht gegen Vampir kämpfen müssen. Ja, jetzt muss ich
Den ganzen Weg wieder zurück, Seisel. Oh, ups. Dann gehen wir mal auf die andere. Ja, das ist die. Das ist exakt dieselbe Map. Selbe Dungeon. Von der Medusa. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist exakt das. Ich werde noch einmal ein Safe Game machen. 3. Vielleicht auch noch ein bisschen. Ein würde gut. Kleines bisschen mehr. So. Und? Nix. Gehört. Ja, komm, ich will da durch. Hinter der Wand. Ich habe gerade was gehört. Auf jeden Fall am rechten. Da haben wir einen Vampir. Das soll ein Vampir sein? Macht aber weh. Oh! Der hat aber ordentlich Schaden jetzt ausgeteilt. Komm! Kaputt. Boah. Battle Axe. Können wir nicht mitnehmen. Aber ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal ein Save. Weil ich hier auf 4-3. Wir dann den zumindest gefunden haben hier. Ja. Du wirst aber mit mir noch ein bisschen hier die Dings hier erkunden. Ich glaube, der Battle Axe brauchen wir nicht von dem. Hier haben wir wieder den Ausgang. Das heißt, den Innenbereich wollen wir noch erkunden. Dann hauen wir ab. Ja, genau, 11. Und wir hatten nichts, was wir haben wollen. Dass sie mal so wenig Leben sein, dass das auflädt. Schauen wir mal, vielleicht finden wir noch irgendwelche wertvollen Schätze hier. Den hier. 45 Gold. Bin aber froh, dass Gold hier nichts wiegt. Das haben wir hier jetzt schon erkundet. Den Bereich fehlt. Nichts. Doch. Und noch mal ein bisschen Gold und Amulett und Daikatana, den wir nicht mitnehmen können. So, dann will ich zur Seite gehen. Mache ich mir noch ein bisschen was weg. Page. Können wir weg.
Tanto können wir wegschmeißen. Ja. Godsword können wir wegschmeißen. Und die Longs. Sagen, die sind am wenigsten was wert. Ordentlich wieder was gesammelt. Hoffen wir mal, dass das ordentlich an Geld gibt. Daikatana. Wir sammeln nur Daikatanas gerade, glaube ich. Was? Nicht hinter uns. Oder? Gehen mal da. Hallo. Oh, wir haben einen Schatz übersehen. Und ein Talk. Ah. Das war's. Ich komme da jetzt nicht hoch. Komm ich an den. Nice. Komm an den ran. 30 Gold. Und Shift J. Schauen wir mal. Ja, hier nach links. Reicht. Reicht vollkommen. Und dann gehen wir mal nach Hause. Oder beziehungsweise nach Helden. Bei den Jungen hier ab. Muss ich jetzt lang? Am besten hier oben rum und dann. Schon hier sein, ne? Richtig. Und ab nach Haven. Ja, 33 Tage wieder brauchen. Jo, und noch am herrlichen Tag. Nice. Sind wir wieder an der natürlich erstmal wieder nach Norden und dann nach Westen. Ja, aber ganz anders aus mittlerweile. Warum ist es auf einmal so grün? Rain Sand. Kann es sein, dass jetzt irgendwie Frühling, Sommer ist um den Dreh? Und wir das letzte Mal hier waren, so im Winter? Gibt es hier Jahreszeitenwechsel? Das ist mega geil, da wenn es Jahreszeitenwechsel gibt. Aber das ist doch die Ortschaft, wo wir vorher waren, ne? Wir sind hier doch richtig, oder? Sieht bisher noch so aus. Ja, hier. Aronis General Supply Store, genau, richtig. Wir sind hier richtig. Also es gibt hier Jahreszeitenwechsel. Hier erstmal. So. Und dann liefern wir den Jungen beim König ab. My heart is full of gratitude. Ja, yeah, nice. 5440 Gold kriegen wir jetzt. Wir gehen aber später nochmal hin für die nächste Quest. Was haben wir jetzt an Kohle? Wir haben schon mal 22.000. Ich, wir können jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwo irgendwas jetzt schon mal verkaufen. Ich würde sagen, wir gehen aber auch direkt zum lieben hier Karnase Supply Store, Karonis General Supply Store. So Süden.
Oder ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Verkaufen ein bisschen, gehen nochmal ein bisschen Gold sammeln. Haben wir beides holen können. Die 50.000 Kyras und die 25.000 Power Shield. Vielen Dank fürs wieder mal dabei sein. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.